Leute Zuseher zu Hause. Zuerst darf ich die Besuchergruppe aus Hollabrunn recht herzlich begrüßen hier im Hohen Haus. Ja, Tag 3 nach der Bundespräsidentenwahl. Und ich muss leider sagen, wir sind in der Realität angekommen. Die drei alten Systemparteien, Schwarz, Rot und Grün, haben leider aus dem Sonntag nichts gelernt. Wir diskutieren heute die Änderung des Tabakgesetzes. Ich habe es hier mit, 61 Seiten neuer Gesetzestext. So viel zu Bürgernähe und Bürokratieabbau. Vielleicht ganz kurz noch einmal zur Erinnerung. Ich glaube, ich muss es ganz klar sagen, die Österreicher haben mittlerweile die Nase wirklich gestrichen voll. Ich betone das noch einmal, das war am Sonntag auch deutlich erkennbar. Die Österreicher haben genug von diesem Überwachungsstaat, von dieser Verbotskultur, von diesem Bürokratiewahnsinn, von dieser Kontrollsystematik des Staates. Und die Österreicher wollen endlich wieder mehr Freiraum. Und vor allem haben wir genug in Österreich von der Zerstörung von Kleinbetrieben und der mutwilligen Zerstörung von Arbeitsplätzen, dass dieses Tabakgesetz auch wieder mit sich bringen wird. Was wollen die Österreicher? Die Österreicher wollen wieder mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung. Die Österreicher wollen wieder selbst entscheiden können, wie sie ihr Leben leben, wie sie unternehmerisch tätig sind. Und ich sage es noch einmal ganz deutlich, die Österreicher wollen sich auch nicht länger von weltfremden Politikern unterdrücken lassen. Und ich werde gleich ausführen, was das mit diesem Tabakgesetz zu tun hat. Kurz zu den Fakten. Wir sprechen hier vom DPD2, Änderung des Tabakgesetzes, ist eigentlich eine EU-Richtlinie, die wie gewohnt von der österreichischen Bundesregierung und von der Frau Minister übererfüllt wird, zum Schaden der Bevölkerung und zum Schaden der Wirtschaft. Das Interessante dabei oder halt das Fahrlässige für mich ist Folgendes. Die Frau Minister hat es geschafft, in dieses Gesetz die klassische Zigarette hineinzupacken, die E-Zigarette, das Dampfen hineinzupacken und den Kautabak und stellt alles auf eine Ebene. Und das ist fachlich einmal grundsätzlich falsch. Das zeigen zahlreiche Studien. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, Frau Minister, Sie wissen es, wir haben es im Ausschuss ja länger diskutiert. Es gibt nach wie vor keinen wissenschaftlichen Nachweis, der Herr Rasinger weiß das in Wahrheit auch, dass Dampfen, also die E-Zigarette, gesundheitsgefährdend ist. Mit Sicherheit hat sie nichts mit Passivrauchen zu tun. Ähnliche Studien gibt es zum Kautabak, der berühmte Snus. Der wird jetzt auch verboten in Österreich. Und auch hier gibt es wissenschaftlich keine Studien, um das gleichzusetzen mit der klassischen Zigarette. Wir haben mittlerweile in Österreich rund 250.000 Dampfer, wie das so schön heißt. Und hier muss man auch ganz klar sagen, der Umstieg auf die E-Zigarette ist bei sehr vielen Rauchern ein wichtiger Schritt, um gesünder zu leben. Die Erfolgsquote beim Umstieg liegt bei 50%, im Gegensatz zu Produkten aus der Apotheke, wo die Erfolgsquote bei 2-3% liegt. Hier kann man natürlich auch annehmen, das wird der wahre Hintergrund sein, warum das alles in ein Gesetz gepackt wird, dass die 1,7 Milliarden Steuereinnahmen aus der Tabaksteuer hier die Frau Minister nicht riskieren will und deshalb lieber in Kauf nimmt, dass die Leute vom E-Dampfen abgehalten werden. Oder die Pharmaindustrie will sich hier auch noch mehr oder weniger ein bisschen ein Zubrot verdienen. Auch interessant oder ganz bedenklich, das finde ich fahrlässig, sie verbieten in dem Gesetz für österreichische Unternehmen den Versandhandel mit diesen Produkten, und zwar national und international. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man weiß, dass die ganze Welt über Internet einkauft und auch die Österreicher werden weiterhin diese Produkte kaufen, dann allerdings im Ausland, ohne hier Steuergelder in Österreich abzuliefern. Sie haben die Schockbilder jetzt eingeführt, dafür aber keine Inhaltsstoffe mehr, was der betrifft. Sie machen ein Werbeverbot, Sponsoringverbot, Verkaufsförderungsverbot für Trafikanten und Ehehändler.
Zigarettenautomatenreduktion, eine Spannenreduktion der Trafikanten von 18% auf 13%. Hier muss man sagen, wir hatten vor knapp 30 Jahren noch 11.000 Trafikanten, mittlerweile 2.600 Trafikanten. Und das ist für mich ein weiterer Anschlag auch auf die Nahversorgung. Sie haben es bei der Post geschafft, die Nahversorgung mehr oder weniger aufzuheben. Und Sie werden es wahrscheinlich auch im Trafikantenbereich noch schaffen, wenn Sie so weitermachen. Es gibt Beipackzettelverordnungen, aufwendige Datensammlung, Zulassungsanträge und. Und Sie haben die Möglichkeit, am Parlament vorbei in Zukunft eine Verordnungsermächtigung zu machen, wo wir hier nicht mehr mitreden dürfen. Und das Allerschlimmste finde ich, und das ist mein Krisenvorwurf, es steht in diesen 61 Seiten nicht ein Wort von Jugendschutz. Nicht ein Wort, nicht ein Satz. Und hier hätten Sie mit uns Freiheitlichen ohne weiteres eine Basis gefunden, wenn es um den Jugendschutz geht. Aber was Sie machen, Sie wollen den Österreichern, erwachsenen Menschen vorschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben. Und für mich ist dieser Raucherkrieg, den Sie hier führen, mehr oder weniger fast schon ein Glaubenskrieg. Und ich finde, das ist der falsche Weg. Sie machen genau das, was Sie auch immer wieder aktuell vorwerfen. Sie spalten in Wahrheit die Gesellschaft in Raucher und Nichtraucher. Und das ist mit Sicherheit der ganz, ganz falsche Weg. Was werden wir als Freiheitliche machen? Und da gibt es die ersten Initiativen. Wir werden eine Front bilden gegen diese Diktatur. Und zwar eine Front sowohl aus Rauchern, Trafikanten, E-Zigarettenhändlern als auch Gastronomen, die unter diesen Entwicklungen sehr stark zu leiden haben. Und wir werden auch die ÖVP vor allem hier mal in die Pflicht nehmen, weil das Gleiche machen sie im Übrigen bei der Registrierkasse zwischen Vereinen und Gastronomen, wo sie also die Leute gegeneinander ausspielen. Und ich möchte schon erwähnen, wir haben hier im Parlament 14 Wirtschaftsbundabgeordnete, zwei zusätzlich von der roten Seite, der Herr Matzel ist nicht da, die immer ganz toll, wenn sie in der Wirtschaftskammer oder im Wirtschaftsbund sind, dann toll sprechen für die Wirtschaft und für die Unternehmer und hier dann genau diese Gesetze beschließen, die also der Wirtschaft ganz massiv schaden. Und wir werden sowas wie einen elektronischen Pranger hier auch einführen, wo diese Namen auch einmal die Unternehmer in Österreich auch nachlesen können, wie sie hier im Parlament abstimmen und was sie draußen erzählen. Ich darf nur erwähnen, normalerweise bei der Gewerkschaft, wenn also ein Gewerkschafter hier im Parlament für die 60-Stunden-Woche votieren würde, dann würden sie ihn wahrscheinlich bei der Gewerkschaft hochkant rausschmeißen. Aber die Wirtschaftsbundabgeordneten dürfen hier im Parlament gegen die Wirtschaft andauernd Gesetze machen. Und das muss irgendwann einmal aufhören. Abschluss, ganz kurz zum Schluss. Wir als Freiheitliche stehen eindeutig für die Wahlfreiheit von erwachsenen Bürgern hier in Österreich und eine aktive Wirtschaftspolitik für Klein- und Mittelbetriebe. Und aufgrund dessen darf ich hier ganz kurz noch, zeig's auch her, Flagge zeigen für Unternehmer und für die Freiheit in Österreich. Und ich darf folgenden Entschließungsantrag einbringen, und zwar der Abgeordneten Peter Wurm und weiterer Abgeordneter betreffend Tabakgesetz neu. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Gesundheitsministerin, wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die eine Rücknahme der Tabakgesetznovellen 2015 und 2016 zum Inhalt hat. Danke. Die Österreicher hätten genug von der Verbotskultur, so Peter Wurm von der FPÖ. Er fordert mehr Selbstbestimmung.